Willkommen im Two-Point Hospital. Hier gibt es alles und auch nichts. Die Frames droppen und die Hits floppen. Two-Point Hospital. Einem anscheinend sehr anspruchsvollem Spiel, das mein Computer nicht aushält. Dab, dab, di, 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 du, do, 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 du. Und was ist jetzt los? Machst du dir in die Hose? Du vermaledeites OBS. Oder ist es meine Grafikkarte, die sehr schlecht ist? Oder ist es was anderes? Ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two-Part Hospital. Und die droppen und droppen und troppen. Die Tropen, ja, seit heute, beziehungsweise seit vorgestern, gibt es das neue DLC für Two-Point Hospital. In den Tropen, wo die Puppen fluppen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lassen wir uns von diesen gemeinen, fiesen Frames nicht unterkriegen. Und ertragen es wie Männer. Und jetzt machen wir Let's Play. Und, oh Gott, minus 15, oh Gott, das, also wie schon gesagt, ich glaube, dass wir werden höchstwahrscheinlich Selbstmord begehen müssen, es wie einen natürlichen Tod aussehen lassen müssen, damit unsere Familien und Angehörigen und alles, was es noch so gibt, die Lebensversicherung kassieren können. Ja. Das war ganz schön viel für einen Tag. So, also CPU steht das 8,3%, FPS 56,1%. Ja. Hallo, oh, Pookie Pfefferminz, was sagst du denn dazu? Ich will mir eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung. Na gut, dann geben wir dir halt eine. Du. So, jetzt bist du nicht glücklich. Ja, ach, wenn das nicht so shit wäre. Ich habe einen kranken Freund besucht, der die törichte Entscheidung getroffen hat, in einer der naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf abzusteigen. Nennen Sie mich gerne altmodisch, aber meiner Meinung nach sollten Patienten von Ärzten in Krankenhäusern behandelt werden und nicht von Schamanen, die sie mit Blättern einreiben. Ach, toll. Und was hast du so drauf? Ja. Ach, du gehörst eigentlich in die Allgemeinmedizin. Ach, und du willst auch noch eine Gehaltserhöhung dafür, dass du einen Patienten abgeschlachtet hast wie ein Schwein. Na gut, hier, fertig. Hexe. Was kannst du? Chirurgie. Dann gehörst du in die Allgemeinmedizin. Ach, in die Arztpraxis. Da. Du gehörst hierhin, du kannst hier Köpfe abschneiden. Warum ist denn das so komisch? Ja, mein Gott, der war tot, der Nachrichtensprecher. Er hat aus dem Jesus gesprochen. Was ist das? Nö. Tja. Es ist natürlich doof. Ja, es ist doof. So. Ja. Ja, ciao. Wir müssen aufs Geld achten, liebe Patienten und Patientinnen. Wir sollen ja keiner sagen, ich will hier jemanden ausschließen. Ja, ist leider illegal. Oder ist ja... Ach, stimmt ja. Du kannst dich doch hinsetzen, du. Ciao. Ach, ich muss nach Hause gehen. Das ist so gemein. Wie. Wir könnten da was bauen. Zum Beispiel eins Getränkautomat von
Ruhe. Was ist das? Einer unserer Patienten, David Skiver, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 89% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind. Das Risiko einer Behandlung eingehen oder ihn nach Hause schicken. Was möchten Sie tun? Adieu? Wir können das nicht riskieren, dass noch ein Patient stirbt. Ja. Kauf unsere Sachen, du Hexe. Ist hier eigentlich eine Mülltonne? Was? Nein, das müssen wir verhindern. Ja. Komisches Spiel. Was ist denn da? Gut. So, ja, 47.000. Aber warten wir bis zum Monatswechsel, denn, ja, gut, dann bauen wir halt. Na, was können wir bauen? Zeit, um Durchsagen zu machen, nicht um sie jammern zu hören. Heute möchte ich ein neues Format einführen, das sich zwei Meinungen, eine Sendung nennt. Darin werde ich Ihnen zwei ziemlich unterschiedliche Punkte zu einem strittigen Thema darstellen. Ein kleines Beispiel. Standpunkt A könnte, das ist eine ziemlich gute Idee für ein neues Format, lauten. Standpunkt B. Allgemeine Diagnose haben ja gar nicht stimmt. Dieses Format ist eine peinliche Zweitverschwendung. Auf einmal brauchen sie es. Nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, zwei Meinungen, eine Sendung. Gut. Nio, nio. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Nein! Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Was macht denn Dr. Hermann Carter? Ist er etwa nicht im... Geh mir nicht auf den Sack. So, Heizkörper. Ich glaube jetzt nicht, dass es wieder so ein verkacktes... gib mir mehr Geld, du Arschloch! Wo sind denn die Fenster? Ich muss wieder hoch. So. Ach, die Beförderung. Ja, hier. Komm her. Aber klar, ja, das soll reichen, du Pissflitsche. Gut. So. Was, wer kommt denn da rein? Was für ein... Nein. In die Dings. Einen Krankenpfleger brauchen wir. Da müssen wir schon... Was ist das? Diagnostik. Passt ja perfekt. So, was brauchen wir noch? Wir haben ja ein bisschen Geld. Oh, da ist immer noch ein Minus davor. Bist denn du? Bist unglücklich? Pff, mir da egal. Nee, Spaß. Macht doch noch Spaß. Wir können aber tatsächlich jemanden weiterbilden. Zeit wird's. So, verfügbare Teilnehmer haben wir 7. So, da la. Nur Ärzte. Können wir keine Pfleger ausbilden? Why is that? Ja, dann bilden wir dich aus. Was können wir dich beibringen tun? Chirurgie 2, das kann ja nicht schaden. Da müssen wir jemanden einfliegen. Ja, das kann ja nicht schaden. Huch! Ach, das war Monatsumgedöns. Neuer Monat, Dingens. Du weißt schon. Ach, da können wir noch, eine schöne Zeitschriftenhändler basteln. Hoppala. Da und Pflanze, why not? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Wie sie sich draufstürzen. Oh mein Gott, so viel das zu lesen. Oh. Oh, da müssen wir uns reinstürzen. Weil wir kommen hier sonst keine Unterhaltung. So. Was ist denn mit dem? Hat der fette Eier oder was? Nach Hause schicken.
weil eine Frakturstation kostet. Verpassen Sie nicht die unglaublichen Angebote. Oh, geht eigentlich. Kaufen Sie 115 no risk, no flisk. Und Sie eine Dose gratis. Und wenn Sie sich gleich noch für unser Bonusprogramm anmelden, erhalten Sie unseren exklusiven, nur einmal anwendbaren Crumbly-Dosenöffner. Besuchen Sie noch diese Woche den Crumbly-Megamarkt. Claudette, du sollst nicht die Patienten unglücklich machen. Das ist Radio Two Point. Wo ist denn der... Die das... Da. Ach, der macht eine Pause. So ein Sauhund. Kreisliga, du. Einstellen. Krankenpfleger. Positiv. Positiv. Sollte mal ins Spiel gucken. Ach, nee. Ach, Gott. Ja, es wäre nett, wenn sich unsere Kasse füllen würde. Geh mir nicht auf den Sack mit deinen unwichtigen Informationen. Gut, hier, Cash, Übersicht. OMFG. Wir haben doch mehr Ausgaben, Einnahmen. Ach, keine Ahnung. Tja. Ja, ich würde es ja gerne bauen, aber leider haben wir kein Geld. Und ich möchte Ach, gib doch Ruhe, lass doch den Forschungs... Haben wir keine Toiletten? Doch, das sind doch Toiletten, du verkackte... Pissflitsche. Nein, natürlich nicht. Sie anstehen. Ja, mach doch Platz. Oh, mal diese dämlichen Vollidioten. Tanzt da noch so wie ein Spast, was? Ja, ich habe das Geld nicht dazu. Gehst du aus dem Weg? Schau, kostet 10.000. Und, was steht da? 37 Tage, aha. Ich habe ein Minus davor, also kann ich leider nichts machen. So ein Pech aber auch. Oh, da muss jemand kacken. Gut, wir könnten ja... Schauen, was wir mit unseren 275 Kudos kaufen können. Oh, nice. Jetzt brauchen wir nur noch eine Chirurgie. Oh, eine Bambusbank. Das ist, glaube ich, für das... Von dem... Das... Enthält Swill. Gesund, dickflüssig und voller Ballaststoffe. Löscht den Durst, erhöht die Gesundheit, erhöht Glühbedarf. Enorm. Okay, erhöht die Gesundheit. Nice. Jux. Stillt den Hunger, verringert die Langeweile. Hier gibt's Morsel Man. Für alle, die gern Minimenschen in verschiedenen Geschmacksrichtungen knuspern. Automat mit saugfähigen Snacks. Gefüllt mit Schokobiskuitchen. Biskuitkuchenbällen. Schokobiskuitkuchenbällen. Wer keine Zeit hat, zur Toilette zu gehen, kann mit diesem Snack kurzerhand ungewollte Körperflüssigkeiten aufsaugen. Senkt den WC-Bedarf. Oh. Stillt den Hunger, erhöht den Durst. Oh, Eisskulptur. Senkt die Temperatur. Das ist keine Ananas. Oh, Kioskhütte. Palme. Oh, Fischbecken. Oh. Bürolöwen. Eine neue Krankheit. Jahreszeitengemälde. Ja. Eingerahmtes. Also, das gab's schon vorher. Korbstuhl. Gibt das noch. Gilt das noch als Zimmermannshandwerk? Ja, ein paar neue Sachen. So, was haben wir hier? Nein. Herr Jefferson, oh Gott. Das hat uns nicht gebracht, dass die blöde Sau hergekommen ist. Aber wir mussten ihn leider einladen. Ach, das ist immer noch ein Minus davor. Macht mal mehr Geld hier. Und du hör auf, so faul rumzugammeln. Was machst du denn? Unermüdlich Romantiker.
Pause. Ich habe da kann man noch einen zusätzlichen machen. Können zwei dran arbeiten. Oha! Du bist. Du darfst nichts anderes machen, außer hier zu arbeiten. Du darfst. Was ist das? Behandlung. Das auch mal in den. Wo ist denn das? Da. Da darfst du rein. So. Ja, der musste eingestellt werden. Hallo? So viel Kompetenz werden wir hier niemals haben. Nie wieder. Achso, wir müssen ja nochmal hin. Ach, schade. Tja. Ih, der hat sich übergeben. Du Drecksau, du Eklige. Ach so, weil er gefurzt hat. Ja, das, da würde ich mich auch übergeben. Ein Handwerker bitte zum Boden. Entfernt erbrochen ist. Brav. Bye, bye. Gut. Was machst du denn hier? Dr. Herman Carter? Was sehe ich da? Sie sind faul und Verschämtheit. Wir bitten alle Krankheitserreger, das Krankenhaus sofort zu verlassen. Pflegeschüler. Nein. Ich verbitte mir das, dass du hier... ja. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Schlimm, wenn ich unterbrach. Ach, jetzt will keiner in die Station. Okay. Also in der Station kann mehr als einer arbeiten. Ich will nicht die Betten anklicken. Hallo? Sag mal. Alter! Also, kann er mehr? Das ist das Geräusch der Mächtigen, die allmählich ins Schwitzen kommen. Sie wollen uns ruhig halten, versteht ihr? Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Die Sache wird jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und dieses Mikro wird die Lunte zünden. Es folgt das Wetter. Der ist nervig, der Typ. Claudette, gib Ruhe. Oh, Papa, das wäre doch ganz nett, wenn du uns ein paar Kollegen... Claudette, schau mal hier. Wir haben ein dickes, fettes Minus von unserem Konto. Ja, dafür kann ich doch nichts. Was ist mit dir los? Ja, dann mach halt Pause. Ach, machst du schon. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Herman, wo bist du? Herman. Lass mich in Ruhe. Ich will dich doch gar nicht. Ich suche Dr. Herman Carter. Ach ja, der Beinischer. Der hat mich schon wieder belästigt. Aber du hast dich natürlich nicht darum gekümmert. Ja, da kann ich... Oh, Herman. Ach, da bist du, Herman. Wie wär's, wenn du heimgehst? Ein Arzt zum Strecksaal, bitte. Ach, wie sie alle Pause machen. Ich hab 12 Milliarden Ärzte und alle machen Pause. Fangen wieder die Patienten an. Gut, die sind wahrscheinlich sehr lange in unserem Krankenhaus. Deshalb geht es denen so schlecht. Geh heim, krepier zu Hause. Oh, wir haben ein Plus. Wir können uns nichts leisten. Könnt ihr ja noch abziehen. Aber du gehst heim. Bin schon genau nach Hause. Hä? Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das? Hilfe! Ach, wieso schaffe ich das nicht? Blablabla.
Wichtige Durchsage. Versuchen Sie bitte nicht zu sterben. Warum habe ich immer so ein Minus? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das ist so ätzend. Ich kenne mich mit den Finanzen und sowas nicht aus. Ach ja, bam. Gott, wir haben zu viele Ausgaben. Ach, muss ich echt wieder neu anfangen. Das wievielte Mal ist das schon? Das 725. Also merken. Ich muss, glaube ich, neu anfangen, weil... Ach, Leute. I don't know what to do. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist... Ich beende die Aufnahme. Und dann fange ich von neuem an. Also, ja. Ja, das wäre die Folge für Mittwoch. Dann nehme ich noch eine Folge für Donnerstag auf. Und für Freitag. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs anwesend sein. Bleibt gesund. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Und den anderen tollen Mist, den man machen kann. Und dann bis zu einer nächsten Folge von Two Point Hospital. Auf ein neues. Hoffentlich klappt es. Ciao.